In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie wir in 25 Minuten unseren eigenen Brunnen gebohrt haben. Und damit wünschen wir euch viel Spaß beim Zuschauen. Angefangen haben wir nun damit, unsere Bohrlanze vorzubereiten. Diese besteht aus einem C-Schlauchanschluss, einem Griff und natürlich dem Bohrkopf, welcher aus einem aufgetrennten Hufeisen besteht. Nun wurden unsere 1 Zoll Rohre vorbereitet. Hierfür wurde auf beiden Seiten ein Gewinde angeschnitten und auf einer Seite eine Muffe befestigt. Wir haben unsere Rohre für das Bohrgestänge auf 1,20 Meter zugeschnitten, da dies im Teil handlich ist beim Bohren. Nun machen wir einen zeitlichen Sprung einen Tag zurück. Hier haben wir nämlich unsere Kunststoffrohre gereinigt und miteinander verklebt. Dies haben wir einen Tag vorher gemacht, damit der Kleber über Nacht schön aushärten kann und somit das Rohr schön dicht ist. Nun geht es weiter mit unseren Vorbereitungen für die Bohrung. Hierfür haben wir ein 1 Meter tiefes Loch ausgehoben, welches 1 Meter in der Länge und 1 Meter in der Breite beträgt. Dieses Loch brauchen wir dann später für unsere Pumpe und für unseren Bohrschlamm, welcher sich ja irgendwo absammeln muss. Nun wird in der Zwischenzeit das Loch mit Wasser gefüllt. Nun wird das Brunnenbohrloch, welches am Ende dieses Grabens entstehen wird, mit unserer Wasserauffanggrube verbunden. Und hier kann man nochmal die Bohrlanze sehen, bestehend aus Bohrspitze, aus dem Hufeisen, einem Rohr, den Griff und einem C-Schlauchanschluss. Nun kommen wir zum Herzstück unserer ganzen Anlage. Hierfür haben wir eine leistungsstarke Pumpe, die 1100 Liter Wasser in der Minute befördert und diese Wassermenge brauchen wir auch, damit wir das Bohr gut nach oben transportiert bekommen. Nun kann man schön sehen, wie aus dem Bohrkopf das Wasser rausgespült wird. Nun wird der Bohrer an der Stelle angesetzt, wo unser Brunnenloch entstehen soll. Und nun läuft die Pumpe auf voller Kraft und dabei wird der Bohrer immer im Halbkreis gedreht und dadurch bohrt sich langsam ein Loch in die Erde hinein. Zum Anfang ging das noch ein bisschen schwer, weil wir den gut verdichteten Mutterboden hier hatten und zum Schluss ging das dann immer einfacher. Nun haben wir den ersten Meter geschafft und wir belassen die Bohrlanze einige Zeit noch im Bohrloch, damit dieses vernünftig ausgespült wird. Nun wird der Griff abgeschraubt und es kommt ein neues Bohrgestänge hinzu und somit fräst sich dieser Bohrer Stück für Stück immer weiter in die Tiefe. Und jetzt konnte man schön sehen, wie schnell wir diesen 1 Meter wieder gebohrt haben. Aber ganz klar, wir hatten natürlich einen großen Vorteil, dass der Boden nicht so hart und auch nicht so weich war, so dass das Bohrloch wieder einfällt und wir hatten auch keine Steine im Bohrloch. Und somit hat sich das natürlich sehr gut gemacht hier bei dieser Bohrung. Und so hat sich das Ganze stetig wiederholt, Meter für Meter, bis wir auf 13 Meter runtergebohrt haben.
Nun sind wir auf einer Ton- bzw. Lehmschicht gestoßen. Dies merkt man daran, dass der Bohrer sich nicht tiefer in die Erde reinbohrt. Und diese Schicht sollte man nicht durchdringen, da über so einer Schicht das Grundwasser steht. Und wenn wir diese Schicht nun durchbohren, kann es passieren, dass das Grundwasser absinkt und wir somit ein Brunnenloch haben, in dem es kein Wasser mehr gibt. Nun wird das Bohrloch einmal noch schön durchgespült und gleichzeitig wurde beim Spülen und auch beim Bohren kontrolliert, ob wir die richtige Erdschicht schon erreicht haben. Und diese Erdschicht sieht aus wie hier, aus Kies und mit kleinen Kohlestückchen durchsetzt. Nun haben wir angefangen, das Bohrgestänge rauszunehmen. Dies muss recht schnell gehen, deswegen haben wir zwei Bohrgestänge gleichzeitig immer abgeschraubt, da der Brunnen sich nach und nach immer wieder zusetzt und wir unser Brunnenrohr so tief wie möglich in dieses Bohrloch hineinführen wollen. Und nun wird das Spülwasser, welches sich im Brunnenloch befindet, rausgepumpt. Dieses, wie hier zu sehen, sehr dunkel und aus diesem Grund lassen wir das Ganze ein bisschen laufen. Und wie man hier schon schön sehen kann, klärt sich das nach und nach in wenigen Minuten. Nun kommt in das Bohrloch nur noch Filterkies hinein und somit ist unser Brunnen fertig gebohrt. Wir lassen das Wasser jetzt nun bis zum nächsten Morgen laufen und somit wird der Brunnen einmal schön durchgespült und dies kann ich auch nur empfehlen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.